So. Die kleinen Kinder bei Montessori wissen im Allgemeinen, also überhaupt kein Kenntnis über Japan. Und dazu wollte ich über Japan erzählen, nicht so komplizierte Sache, sondern im Allgemeinen. Zuerst, ich wollte zeigen, die Kinder, wo eigentlich Japan liegt. Also Deutschland, also ich habe eine große Karte bestellt und dann gezeigt, Deutschland liegt hier, München liegt hier und Japan ist hier. So, und dann Entfernung von Deutschland oder von München nach Tokio zum Beispiel, dann etwa so 10.000 Kilometer. Und da haben sie, so weit. Und da ich habe gefragt, also mit dem Flugzeug, wie viele Stunden braucht man, könnt ihr wissen. Die Kinder sind ungefähr so 20, 25 und manchmal ein davon ist so, ein Vater ist ja geschäftlich zwischen Deutschland und Japan pendeln und dann wissen sie genau. Aber manche Kinder wissen überhaupt nichts. Dann Japan liegt hier, so. Und dann ich erkläre, wenn ich mit dem Flugzeug fliege, dann brauche ich so 11, 12 Stunden ja, und so weiter. Und ich erklärte über Einwohnerzahl in Japan und dann ferner Unterschied zwischen Deutschland und Japan, die Japan ist ja 80% Gebirge, die anderen 20% ist ja flach. Mhm. Deshalb japanische große Städte wie Tokio oder Osaka, wie ihr kennt, ziemlich wohnen die dicht. Ganz was anders als Deutschland. Deutschland ist ja also ziemlich flach. Das ist großer, also geografischer Unterschied. Mhm. So wie Sache habe ich am Anfang erzählt und dann nächsten Kurs habe ich über Schrift, also die, also in Deutschland die Schrift ganz was anders als Japanisch und ich erkläre mit dem Pinsel zum Beispiel Hund schreibt man so, ne? so, aber auf Deutsch schreibt man Hund, ja, aber Japanisch nur ein Zeichen. Eine Zeichen bedeutet eine Bedeutung. Das ist ganz was anderes als deutsche Sprache. Solche Sachen habe ich Kinder erklärt. Ja. Und außerdem habe ich mitgespielt mit japanischem Spiel. Kendama, ich weiß nicht, ob die in Deutschland kennt. Also ich habe einmal gehört, dass es gibt Kendama. Club gibt. Ne? Das ist ein Spielzeug aus Holz gemacht und ein Kugel muss ganz so spitzige Dinge stecken. Ne? So ein Spiel haben wir auch zusammen gespielt. Ja. Das ist also die Werkstatt der Generationen. Wie oft geht man da hin? Geht man da einmal im Monat? Gehen Sie da einmal hin? Oder alle zwei Wochen? Also ich war immer bereit, einmal in einem Monat zu beteiligen. Ne? Ja. Und damit verschiedene Klasse. Okay. Ja. Hm? Und ja, ich habe große Freude damit. Besonders die Kinder haben großes Interesse an Schreiben, also das zeigten die Kinder großes Interesse, ja. Und Sie haben aber nicht die älteren Kinder, die dann Interesse an Manga haben oder Anime? Bis jetzt habe ich noch nicht. Wahrscheinlich die bisschen ältere Kinder haben die Interesse zeigen, ne? Aber die Kinder bis jetzt mit denen zusammen gewesen waren, ist relativ kleiner. Okay. Ja. Hm. Ja.
Und die? Die Leitung der Werkstatt der Generation, die Anke Könemann, kennen Sie? Ja, kenne ich, Frau Anne Könemann. Sehr okay. Gut. Ja. Weil jetzt wegen der Corona ist alles schon fast über ein halbes Jahr weg. Leider. So, ich habe festgestellt, dass die Kinder, die in einer großen Stadt wie München wohnen, haben überhaupt keinen Unterschied zwischen Deutsche und Ausländer. Überhaupt keine Unterschied machen sie, keine. Aber wo ich wohne, in Mosach, die kein Dorf, die Kinder in der Schule, wenn die Fremden gehen, und dann sofort, oh, das ist Fremde. Und da machen die ab und zu mal meckern oder sowas. Aber also in München ist nicht der Fall. Habe ich solche Eindrücke bis jetzt gehabt.